Was bisher geschah? Holy shit. Der Vogel ist tot. Wer war das? Huch. Und so geht's weiter. Ja, machen wir sofort. Ich möchte hier nur mal eben wieder zurück. Thank you. Ich schätze mal, die Gefängnissache wird unten sein. Aha. Also muss ich doch in den Raum. Dann war ich ja nicht ganz so verkehrt. Speicher mal nochmal. Es läuft bis jetzt ganz gut. Außer, dass hier irgendjemand irgendwas runtergeschmissen hat, glaube ich. Ah, da kann man runtergucken. Ah. Wie krass, dass die Götzen hier einfach so eingebrochen sind und alles zerlegt haben. Das ist not bad. Die müssten doch hier viel besser ausgerüstet sein, die Wachen und so. Holy shit. Sind die Teile sicher was wert? Hey, wer hat eigentlich den Kupferdraht aus den Lichtmasten rausgezogen? Three Fingers? Hab ihn länger nicht gesehen. Hoffentlich hat sie ihn nicht erwischt. Die Hand lässt sich bestimmt verkaufen. Wer will denn bloß eine Hand? Du solltest mal sehen, was alles durch die Lagerhäuser kommt. Ein Kerl von der Baronsallee hat ein großes Bronze-Ding ins Südmeer verschifft. Oh, okay. Kopflose Statuen, verlassene Wachstationen, seltsame Zeiten. Ping. Gib mir dein Gold. Weißt du was, ich nehme dir jetzt einfach mal mit. Nach oben. Es ist echt langsam. Holy shit. Und echt laut. Komm mit. Bei den anderen Leichen wirst du überhaupt niemanden auffallen. Achso, der läuft hier gar nicht lang. Gut, dann bleib hier. Bist schwer. Hat das ein Geräusch gemacht oder dreht er sich da standardmäßig so rum? Shit, ich weiß nicht was. Warte, warte. Ich muss mich hier irgendwo so ein bisschen... Genau. Genau. Hier ist gut. Hier kann gar nichts schief gehen. Ich wünschte, ich könnte das Licht ausschalten. Goddammit! Elektronisches Licht. Hier müssen irgendwo Lichtschalter sein. Ich bin hier voll zu sehen, wa? Holy fucking moly. Das war knapp. Komm, 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 komm. So ist gut. So ist gut. Und nochmal Gold genommen. Also wenn du die bestiehlst, das gibt schon ordentlich Kohle. La la la. Jetzt bin ich schon so knapp an der Hälfte dran. Das sind wieder Sachen, wo ich nicht reinkomme. Okay. Ich muss noch weiter runter, sehe ich gerade. Weißt du was? Ich gehe vielleicht doch rückwärts. No, no. Ich will nicht von dir gesehen werden. Das würde mir jetzt gerade noch fehlen. Wer bewahrt denn falsche Goldzähne in einem Glas auf? Er wundert sich nicht über die offene Tür. War wahrscheinlich einer seiner Kollegen. Dreh dich jetzt nicht um. So ist gut. Und dann eingezielter Tritt. Ein Steißbein. Das tut weh. Man braucht einen Sitzdonut für den Rest seines Lebens. Aber was hat man halt davon, wenn man lauter Wachmänner umbringt? Ich bin ja für Gerechtigkeit, aber nicht Gewalt mit Gewalt und so. Freunde, da gibt es bessere Wege. Ich bin völlig überfordert, weil hier so viel ist, was man machen kann und so. Holy fuck, Molly. Da, okay. Lass mich erst das Besteck einsammeln. Und dann gehen wir zu der Truhe mit den Handabdrücken. Bedeutet, ich habe ein Sammlerstück. Ein Sammlerstück. Ich bin der Killer schlechthin in diesem Spiel. Das ist sowas von eigentlich unsneaky, was ich hier mache. Das, aber na gut. Wenn das Spiel mir die Option gibt, dann möchte ich sie auch nutzen dürfen. Oh, das ist Essen. Oh, weißt du was? Ein bisschen low. Können wir haben. Schicki. Sieh an, was haben wir denn da? Schick haben wir hier.
So. Sind wir durch. Einmal speichern. Und ich gucke mich aber noch weiter um. Ich weiß, es geht weiter runter, aber das machen wir erst später. Ich frage mich, ob da in der Ecke noch jemand sitzt, weil er immer gequatscht hat, wenn er da vorbeigegangen ist. Nope. La la la. Das ist aber ein hochwertiger Schreibtisch. Sehr schön verarbeitet, sieht man direkt. Huch, Gefängnisregister. Erstens, 1. Meansley, angeklagt wegen Angriff auf einen Offizier der Wache. Amtsanmaßung als Offizier der Wache und Fälschung von Edikten des Barons während der Amtsanmaßung als Offizier der Wache. Scrims, angeklagt wegen Götzenverbrechen und dem üblen Gestank nach verschiedensten Körpersäften. Hat sich nach dem Verhör totgestellt. Okay. Isabella, angeklagt wegen Landstreicherei, verdächtigen Verhalten und Störung der öffentlichen Ruhe. Ich glaube, Isabella ist die, die wir suchen. Karls, angeklagt wegen Störung der Wache, Missachtung der Ausgangssperre und Urinierens auf die Statue des Barons. Das ist natürlich ein Fauxpas, das verdient mehrere Jahre in U-Haft eigentlich, in Einzelhaft auf jeden Fall. U-Haft ist ja generell Untersuchungshaft, ne? Egal. Ich kenne mich mit dem Gesetz nicht so aus. Ich musste damit zum Glück noch nie in Kontakt geraten. Diese riesigen Schränke kommen mir sehr seltsam vor. Selbst vor den Frauen haben sie keinen Halt gemacht. Das ist natürlich, Oh, sehr gern. Umso mehr ich davon mitnehmen kann, umso besser. Ich habe schon, ich habe schon 12 von 16. Ich werde wahrscheinlich niemals im Leben Alu schaffen, weil ich schon im vorherigen Kapitel welche übersehen haben werde. Aber 12 von 16 klingt ja erstmal nicht schlecht. Wir speichern. Hier ist nichts los. Ist fast ein wenig zu ruhig, möchte ich behaupten. Noch mehr essen. Ich habe das Gefühl, wir bekommen weniger Schaden, als wir sollten hier. La. La. Täuschend wenig. Eine Tür. Kann ich mir mal kurz den Grundriss hier... Oh, das sind mehrere Zellen. Nee, hier, Karte. Das ist ein längerer Gang. Ich will natürlich jetzt auch nicht die Falschen entlassen. Ehrlich gesagt, glaube ich, macht die mir mehr Ärger als alles andere. Das sieht doch so gruselig aus irgendwie. Lass mich mal hier erstmal umsehen. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Licht aus. Das finde ich gut. Ich möchte mir das so gut wie möglich vorbereiten können. Da liegt noch was. Siegel der Wache. Mein Gott, damit könnten wir so viel anstellen. Aber Geralt ist so unkreativ, habe ich das Gefühl. Was ist das hier? Wieso leuchtet dieses Fass? Kann ich das irgendwie explodieren lassen? Könnte das Diagrund sein? Und bevor ich sie freilasse, mache ich mir erstmal den Weg hier frei. Bitte komm schon. Komm on. Yippie. Wo geht's hier lang? Wachstation, Hintertür. Aber das müssen die Götzen ja auch irgendwie erfahren haben, wenn die hier alle tot rumliegen. Kann es sein, dass das eine Art Notausgang ist? Das erscheint mir nicht so notausgangsmäßig, ehrlich gesagt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das erinnert mich viel zu sehr an die Anstalt hier. Ich möchte nicht in den Untergrund. Ich glaube, da sind die Viecher unterwegs. I don't want to be with any Viecher anymore. Not ever again. Die haben ein sehr interessantes Schlüssel-Schloss-System. Okay. Hier scheint nicht wirklich jemand zu sein, der patrouilliert. Warum auch, I guess. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, die freizulassen. Ehrlich nicht. Ich bin gerade völlig überfragt. Vielleicht sind sie ja eher so Mitdenker. Also, dass die sich freuen und alles ist gut und so. Ich werde das mal gleich ausprobieren. Ich werde vorher speichern. Holy shit, das ist eher ein Kerker als eine Gefängniszelle.
Hallo? No one? Okay. Und hier ist... Oh, eine Mohnblume. Sehr gern. Okay, wir speichern jetzt mal. Und da stand niemand. Das habe ich mir nur eingebildet. Wenn der mir jetzt wehtut, dann reloade ich einfach. Ja, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Wieso hat der da drin eine Waffe? Das würde ich jetzt auch mehr gerne wissen. Dann bleibst du halt da drin, wenn du mir wehtust. Hallo? Nobody? Ich habe zwar durch die Schlösser geguckt, aber ich habe Angst, dass die sich verstecken. Hallo? Hier ist auch nobody. Im Überall ist Blut. Blut. Okay, und dann das letzte, nehme ich mal an. Vor Bella. Holy shit. Sorry. Hä? Oh, den habe ich da wohl vorher nicht durchgeguckt. Mein Fehler. Gut, dann speichern wir. Da brennt Licht. Gut zu wissen. Warum sind die denn sauer auf uns, wenn wir die freilassen? Dachte ich eigentlich eher, dass die happy sind und sagen, okay, wir bringen jetzt alles andere um, außer dich. Holy shit. In den Schatten ist ein Bösewicht. Er will mich töten. Bitte was? Also das kam überraschend. Deshalb mache ich keine Rettungen. Ernsthaft jetzt? Ach, jetzt muss ich die hier raustragen. Ist das dein fucking Ernst? Das Tanten. Oh. Ich habe eigentlich jeden ausgenockt. Aber kann ja sein, dass die neue gebracht haben. Jetzt muss ich... Oh, Mann. Und Licht ist wieder an. Das ist aber schön. Okay, okay, weißt du was? Ist der Kopf gerade irgendwo gegengestoßen? Lass mich raten, wenn ich die anderen jetzt freilasse, dann fallen die nur mir in den Rücken. Irgendwas wird der Fluss schon für mich anschwemmen. Gut. Ich hasse die Dunkelheit. Oh, 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 lieben Augen. No, no, no. Kommt der jetzt hierher? Nö. Ich glaube nicht. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Toll. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich beim ersten Mal hier war. Ich war noch sehr jung. Du hast wohl einen Apfel geklaut. Oder ein Lager gemacht. Hey. Dafür gab's früher eine Nacht am Schatzstock. Jetzt bleibt er da stehen, ja? Was jetzt? Frag nicht mich, Schwachkopf. Geh nachsehen. No, no, no. Keinen Sch... Au. Nau. Warte mal, ich hab doch noch andere hier. Hier. Au. Schmeißt der gerade mit Steinen nach mir? Hier. Fuck you. Mm, durch seine Wange. Sehr lecker. Ich dachte, der wollte ein Piercing haben. Not my fault. G und H. Entschuldigung. Mein Hals ist ein bisschen kratzig. Komm, gib mir dein Gold. Ich möchte nur Gold. Ich habe eigentlich gesagt, ich möchte absolut niemanden töten. Aber es ist, ich habe eine mir ist alles egal Einstellung gerade gewonnen. Die ich nie wieder missen möchte. Die ist gut. Die, die motiviert dich. Die sorgt dafür, dass du dabei bleibst, verstehst du? Gut. Da wir die jetzt aus dem Weg geräumt haben und ich hätte jetzt nicht gewusst... Ah doch, naja, du hättest wahrscheinlich komplett außen rum gehen können. Ja doch, es wäre schon gegangen. Es wäre schon gegangen. So ist es nicht. Weil da gibt es ja extra den Weg dahinter. Aber das wäre mir alles viel zu riskant gewesen. Vor allem bei dem Licht hier. Mm-mm. No. Ihh. Es klang halt, als ob die... Nein, ich sag's nicht. Nein, ist alles gut. Er, was auch immer das ist.
Also, Weib ist es nicht, aber ich bin ja für alle Orientierungen der Sexualität offen. Von daher, völlig in Ordnung. Hat einen ziemlich dicken Nacken, die junge Frau. Kann ich bitte... Ah, okay. Ja, bitte. Ich muss die jetzt aber nicht dahin schleppen. Bleibe unentdeckt. Gescheitert. Das ist aber schade. Oh, 95%. Mir hat nur eine Sache gefehlt. Nett. Ich hätte keine Ahnung wo, aber gut. Ist ein guter Schnitt, würde ich jetzt behaupten. Ich hoffe, ich muss die nicht durch die ganze verfluchte Stadt jetzt schleppen. Das, oh Gott. Denn Bella ist auf dem Weg zu ihm. Ich sollte meine Belohnung abholen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Es könnte schlimmer sein. Aber ich weiß nicht, wie. Wo bin ich hier? Hallo? Hallo? Huch. Du bist ein Händler, wa? Ich könnte mal, glaube ich, gerade ein paar Sachen kaufen. Geh nachsehen. Sehr freundlich, sehr freundlich. Ich brauche vor allem mal die chemischen stumpfen Pfeile wieder. Die ja gerade verballert ohne Ende. Idiotischerweise. Und auf jeden Fall... Nee, davon habe ich 5. Seifel. Davon kann man nie genug haben. So schön. Ein Vergnügen. Ja, mir auch. Ganz meinerseits. Wo muss ich hin? Ah! Oh, kann es sein, dass ich hier... Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Bin ich hier... Oder vielleicht doch nicht? Ich weiß es nicht. Nö. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hm? Ich brauche eine Pause. Ich weiß nicht, ob das gut getimt war. Holy fuck. Hier brennt's. Wo bin ich? Hier will ich eigentlich gar nicht hin. Ich muss genau die andere Seite. No. Die Nacht dauert ewig. Shit. No. Aber wie soll ich denn jetzt hier rüberkommen? Das ist so doof. Nein. Bitte nicht mich hinter Kisten sehen. Das wäre sehr freundlich. Nee. Nein, nein. Ich war überhaupt nicht da. Es war der Abdruck meines Geistes. Hey, ich habe gerade jemanden gesehen. Nein. Und? Nein. Was war es? Ich sehe Gespenster. Ja. Das liegt am Hunger. Der Arme. Okay. Wir laufen jetzt den kompletten Weg zurück und danach sind wir zum Glück so weit fertig, dass wir die Hauptquest weitermachen können. Obwohl ich das nicht heute machen werde. Weil jetzt geht es so langsam auf 1 Uhr zu und ich möchte auch irgendwann mal ins Bett gehen. Ich mag Tierkämpfe nicht. Zu viele Menschen. Aber wenn die Götzen wirklich ein Heilmittel für die Schwermut haben, würde ich alles dafür tun. Die Schwermut kann ja eigentlich nur ausgelöst worden sein durch diese Urkraft und das, was Aaron halt jetzt verinnerlicht hat. Beziehungsweise, ich weiß ja immer noch nicht, ob sie noch lebt oder nicht. Das ist ja jetzt, steht schon wieder alles in den Sternen. Ich dachte, ehrlich. Der Ungläubige! Ich werde das hier genießen. No. Ich muss vor allem anonym sein, um das benutzen zu können. Das ist sehr unpraktisch gerade. Gott damn it. Jetzt! Ich möchte nicht. Ich wirklich. Eigentlich möchte ich überhaupt nicht. QRR? Es tut mir leid. Ich will hier eigentlich gar keine Massenvernichtung machen, aber ihr lasst mir einfach keine Wahl. Ich finde es auch mit dem X echt doof. Ich will nur ein Stück weit runter und er seilt sich halt komplett gleich ab. Das ist ungünstig. Mal wieder ungünstig. La la la. Ich glaube, hier habe ich den schnellsten Weg schon rausgefunden nach zum Süden. Ich halte mich einfach rechts. Bis jetzt hat sich am meisten gebracht. Ich glaube, der möchte mir auch nichts Böses, ne? Hallo?
Nö, du guckst mich nur doof an. Okay. My time to shine. Don't hurt me no more. Hier rüber. Yay. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich kann es gar nicht fassen. Hat er gerade gesagt, eigentlich vorhin, das wäre sein letztes Ding, was er uns suchen schicken möchte. Habe ich das richtig verstanden? Sein letztes Exponat? Das kann man ja quasi eigentlich schon als Exponat bezeichnen. Die junge, hübsche Frau. Das klingt schon ziemlich gemein. Aber wer einen Bart hat, muss, glaube ich, damit leben. Auch zu diesem Zeitalter gab es schon Rasierer. So, wir gehen einfach hier rechts lang. Da kommt er gerade. Ja, ja. Könntest du hier hoch? Das wäre sehr nett. Das ist aber freundlich. Verdammt kalt heute Nacht. Was ist, okay. Wir speichern und gehen runter. Da kommt er wieder gerade am Freund. Kommt er in meine Richtung? Oder dreht er ab? Der dreht natürlich nicht ab. Hoi. Es ist so fucking nervig, von A nach B hier zu rennen. Natürlich. Find mich mal suspicious. Guck da mal lang. Mir scheißegal. Aua. Das will ich nicht. La la la. Rechne mit allem. Ich hätte eigentlich erwartet, dass du weiterläufst. Ganz ehrlich. Und mal guckst, was da hinten los war. Ich habe da einen verdächtigen Typen gesehen im schwarzen Gewand. Sah aus wie der komische Dieb. Vom Meisterdiebes. Kommt der jetzt hier nach hinten? Nope. Ich hoffe, er läuft jetzt da entlang. Ja, das wäre super. Man kann den Fluss bis hierher riechen. Das ist halt, wenn da jeder reinpinkelt, muss damit gerechnet werden, dass man den riechen kann. Vor allem, wenn er eigentlich 2 Meter nur neben dir ist. Könnte der Wind, wenn er günstig steht, beziehungsweise ungünstig in dem Fall, die 2 Meter zu dir rüberwehen. Ja, das könnte passieren unter Umständen. Ich könnte dir eine Versetzung beantragen. Ich habe gehört, es gibt da so einige, die da haben nicht so gut Erfahrungen mitgemacht. Aber bist du eigentlich ein Neuer? Stehst du hier schon immer? Ich kann mich nicht daran erinnern, dich hier schon mal gesehen zu haben. Redest du bitte mit mir, wenn ich mit dir rede? Okay, hallo Vittori. Ihr seid zurück. Hervorragend. Herr Dieb! Isabella ist wieder an Bord des Schiffs und erholt sich von ihrer Tortur. Sie hat mir von eurer waghalsigen Flucht erzählt. Es war einige Male recht knapp. Wirklich, Herr Dieb? Sind wir etwa nicht in Bestform? Was soll ich sagen? Lange Woche. Trotzdem zöge ich den Hut vor euch, wenn der kalte Schweiß ihn nicht festgeklebt hätte. Die Show muss weitergehen. Und das wird sie, Herr Dieb. Dank euch. Sobald ich die Radau-Brüder in den Docks bestochen habe, uns freizugeben. Wohin zieht Vittoris Jahrmarkt jetzt? An einen fröhlicheren Ort als diese totgeweihte Metropole, das steht fest. Cyric soll um diese Zeit sehr schön sein, bevor die Blutspiele beginnen. Nicht vergessen, Herr Dieb, wenn ihr je Arbeit braucht, meldet euch. Ich garantiere, dass die Damen euch lieben werden. Der Meisterdieb. Herr Dieb reicht auch. Versuchen kann man's ja. In dieser Stadt schon. Viel Glück, Vittori. Der Jahrmarkt ist nicht vorbei, Herr Dieb. Aber seine Sorgen schon. Ich habe nichts mehr für euch. Außer das Samtphantom. Na? Okay, heißt es, wir kriegen jetzt keine mehr von ihm? Der Jahrmarkt ist nicht vorbei, Herr Dieb. Aber seine Sorgen schon. Das freut mich, wenn er jetzt zufrieden ist mit allem und so. Ich habe nichts mehr für euch. Das bedeutet vor allem, dass ich nicht mehr von A nach B rennen muss für ihn. Das gibt mir eine innerliche Befriedigung. Verrät mir aber auch, dass wir uns Richtung Ende des Spiels bewegen. Müssen wir ja quasi. Weil sonst hätten wir das nicht schon fertig. Dann wäre ja mindestens noch eine Quest. Das heißt, wir sind jetzt... War das hier Kapitel 5 oder 6? Steht das hier? Warte. Das ist Kapitel 5. Dieses Kapitel erneut spielen? Auf keinen Fall. Das war Kapitel 5, das heißt, das nächste ist Kapitel 6. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das Spiel so 8 Kapitel hat. Mindestens, oder? 7 wäre ein bisschen wenig. Na gut, wir haben ja auch noch bei dem, nach Ende des nächsten Kapitels bei dem Handwerker noch eine Quest offen. Kann natürlich sein.
dass, wenn das dann fertig ist, noch 2 Kapitel übrig sind. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde es erstmal nachgucken, wie viele Kapitel tatsächlich noch vor mir liegen, wenn ich hier fertig bin. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Aufsehen vor allem. Fürs Zusehen. war sehr nervenaufreibend diesmal. Wirklich, finde ich, haben sie gut hingekriegt, den Horrorfaktor mit den Gollums und so. Das hat schon eine Klasse für sich. Ich freue mich auf die nächsten Kapitel tatsächlich. Ich werde das auch wahrscheinlich noch im Laufe der Woche durchspielen, das Ganze dann soweit fertig machen und dann hintereinander weg für euch hochladen, dass da jetzt keine Verzögerungen mehr kommen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend und sage Tschüssi!